Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri. Es ist Freitagabend und Dörte besucht mal den Saloon, denn am Freitagabend trifft sich hier gefühlt das halbe Dorf. Und deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, um einfach allen mal ein Geschenk zu machen und möglichst viel auf einmal abzuklappern, sozusagen. Wir haben hier einmal Lea, der kann man ganz gut diese Treibhölzer schenken. Das ist jetzt kein geliebtes Geschenk von ihr, aber es nützt halt, ne? Der hat mal wieder eine interessante Form, wie eigentlich alle Treibholze. Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen. Ist das so? Als ich in der Stadt gelebt habe, verging das Jahr so schnell. Wo sind wir denn bei Lea eigentlich? Das will ich jetzt mal rausfinden. Lea ist, glaube ich, haben wir noch nicht so viel, aber ich habe ihr bisher halt auch fast nur Treibholz geschenkt. Also, ja, eigentlich nur Treibholz. Also dafür, dass wir ihr nur Treibholz bisher geschenkt haben, haben wir beeindruckend viel. Winter 23, der hat auch noch Geburtstag. Ja. Müssen wir dran denken. So, dann haben wir Elliot. Für Elliot habe ich extra einen Granatapfel mitgebracht. Das ist nämlich eins seiner geliebten Geschenke. Dörte, das ist ein wunderschönes Geschenk. Danke dir. Ja, gern geschehen. Ich muss meine Haare jeden Tag kämmen, sonst verzotteln sie zu unordentlichen Knoten. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man lange Haare hat. Es ist eine Menge Arbeit. Oh, ja, mein Gott, ich habe so mitleidet. Ich bin selbst überrascht, dass ich sie noch nicht in einem Anfall abrasiert habe. Ich bin vielleicht zu eitel. Gott, was für ein Roman. Was er mir alles erzählt. So, Pam, Max und Bier geht aufs Haus. Hey, hey, also das ist mal wirklich was. Tausend Dank, Kindchen. Yo, Gus, gib mir noch eine halbe von deinem Stärksten. Die ist auch dauerbetrunken, glaube ich. So, dann die Orange für Gus. Du gibst mir das? Ich bin sprachlos. Das Geschäft läuft in letzter Zeit echt gut. Ich bin zufrieden. Freut mich zu hören. Dann haben wir hier Emily. Sag gar nichts dazu. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dir dabei helfen, in der Höhle am See zu graben. Oh, wie mutig von ihr. Ich wette, in ihr schlummern ein paar mächtige Kristalle. Ja, allerdings auch eine Menge Monster. Ich glaube, das wäre eher nicht so ihr Fall. Naja, so, dann haben wir Mani, die wie immer nur Augen für den Bürgermeister hat. Danke dir. Ja, Mani scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Und Louis. Wow, das mag ich total gern. Danke dir. Ja. Guten Abend. Es ist schön, dass du dich mit den Leuten unterhältst. Es ist gut, hin und wieder mal vorbeizuschauen, um zu sehen, was in letzter Zeit so passiert ist. Ja, ich weiß. Mache ich ja schon. Dann haben wir hier... Ach, Willi, habe ich schon zwei Sachen geschenkt? Warte mal. Aber hier ist doch Pierre. Das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet. Ich habe mir etwas Entspannung an einem Freitagabend verdient. Habe ich gesagt, dass du es nicht verdient hast? Tut so, als müsste sich hier rechtfertigen. Shane? Ja. Oh wow, Dörte, woher wusstest du, dass ich sowas mag? Ja. Hast du keinen Job oder sowas? Doch, ich bin Bauer und Fischer und Abenteurer und Holzfäller und ganz viele andere Sachen. So, die beiden hatte ich schon. Und die habe ich alle noch nicht gesehen im Winter, ne? Hier ist Sam mit einer schönen Mütze. Danke, ich mag das wirklich. Schick, ich muss sagen, es steht ihm durchaus. Ich bin nicht sonderlich gut. Immer noch nicht. Wenn ich dem Spielball einen Topspin versetze, könnte ich vielleicht... Naja, gut. Sebastian? Das mag ich am liebsten, ja, ich weiß. Ob ich Sam mal gewinnen lassen sollte? Nö. Gut, dann haben wir Abigail zu guter Letzt noch. Wow, das ist genau meine Farbe. Danke, Dörte. Ich weiß, Abigail. Eine Sache, die ich hier gelernt habe, jeder starrt dich an, wenn du anders aussiehst. Ach so, deswegen gucken die sie immer an mit ihren blauen Haaren. Jetzt wird Dörte einiges klar. Hier könnten wir übrigens Yuya Cola für 75 Gold kaufen. Machen wir nicht. Yumino Card. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wir probieren das jetzt mal. Ist das gut, wenn ich das mit einem Gamepad spiele? Yumino Card. Ich habe das, glaube ich, noch nie gespielt. Okay, muss ich jetzt irgendwas tun? Ah, ich musste drücken, okay. Und jetzt? Krümelnde Kaverne. Ah, da kann ich springen? Oh, shit. Okay. Ach, du Kacke.
Wow! Ey, ich bin ja so gut, ey. Das ist quasi wie Super Mario. Oh ja, okay. So gut bin ich, ja. Oh, scheiße. Ah! Okay, also ich hab's noch nicht so richtig raus, muss ich ehrlich zugeben. Oh, jetzt springe ich schon viel zu früh. Yeah, und da bin ich abgestürzt. Ey, ist aber auch nicht ganz einfach, oder? Okay. Das ist das erste Level, ich verstehe. Krümelnde Kaverne? Okay. Da bin ich schon mal drüber. Oh, scheiße, abgestürzt. Okay. Ah, ich habe nicht mehr so viel Leben, ne? Ich habe nur... Oh, scheiße, Mann, ey. Bin so doof. Ich kann sowas gar nicht. So Jump'n'Run ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, also ihr seht, ich bin ein absoluter Noob. Ah, ich habe noch ein Leben, okay. Versuchen wir uns mal hier anzustrengen. Ah, toll. Nee. Ich glaube... Hä? Ich will doch aufhören. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Hä, wie komme ich hier raus? Jetzt muss ich das nochmal spielen. Oh, scheiße, direkt abgestürzt. Okay, das geht ja schon mal gut los. Hä? Das kann ich gar nicht mehr. Hä? Kann ich das aufhören? So. So, und dann gibt es auch dieses andere furchtbare Spiel, Prairie Königs, kann ich auch nicht. So ist auch überhaupt nicht mein Ding. Was muss ich nochmal machen? Links laufen, rechts laufen. Ah, so kann ich schießen, genau, so war das. Okay. Ah, nach unten schießen, nach unten schießen, nach unten schießen! Okay, ich habe wenigstens mal ein paar erwischt. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Spiel, muss ich sagen. Ich habe echt höchsten Respekt vor allen, die dieses Spiel in irgendeiner Weise schon mal gewonnen haben. Also ich meine, sagen wir es so, ich habe es auch schon mal geschafft, tatsächlich Level zu gewinnen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle, müsste ich eigentlich nur schießen müssen, oder? Ah, Hilfe. Nee. Oh, ich habe sogar noch ein Level. Hä? Ja, ich bin zu doof, ich laufe immer rein, ne? Verlassen, bitte. So, ich wollte es euch nur einmal gezeigt haben, dass ich sowas überhaupt nicht kann. Und dann können wir uns aber auch jetzt wieder nach draußen begeben. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Allerdings, heute ist ja nicht so mit Glück. Ach, wir haben noch eine Aufgabe hier. Hat jemand Feuerquarz über? Fragt Shane. Ja, das könnten wir ihm vielleicht tatsächlich vorbeibringen. Am Sonntag hat Caroline, ich versuche mir das mal zu merken. Ja, dann werde ich erstmal nach Hause laufen. Ausnahmsweise mal zu Fuß. Weil ich mein Pferd hier oben irgendwie habe stehen lassen. Ich glaube, ich werde auf dem Hof mal noch meinen Riesenwald irgendwie lichten. Das ist schon etwas, was ich etwas länger vorhabe. Auf jeden Fall kann ich hier noch Sachen unterbringen. Das Krokus ist auch kein schlechtes Geschenk für jemanden. Wir können die Pulvermelonen noch anpflanzen. Das wäre mit Dünger eigentlich noch mal ein bisschen besser. Also, ja, vielleicht schaffe ich sogar noch beide Längdorsche. Wir können auch noch mal ein bisschen Kupfer einschmelzen, weil ich da gerade sowieso nicht so viel von habe. Dann den Längdorsch hier rein. Das kommt weg. Und wir können uns eigentlich auch direkt hier ein paar Köder craften. Da muss ich jetzt eigentlich nicht extra noch irgendwo hinrennen. Ich habe... 3 Pulvermelonen Samen, dann nehme ich mir auch nur 3 Dünger jetzt erstmal. Das packe ich jetzt mal alles hier rein. Alles voll. Achso, gießen müsste ich natürlich auch nochmal. Da muss ich noch einmal meine Gießkanne herholen. Goldgießkanne. So. Dann schreiten wir weiter zur Tat. Ich wollte hier hinten ja mich um meinen Wald kümmern. Ich
Ich fange jetzt mal hier systematisch in dieser Ecke an. Aha, da sehen wir schon, da ist schon wieder ein Samen, den ich nicht haben will. Lass den mal in die Richtung fallen. Da hinten komme ich schon gar nicht mehr so richtig ran. Hier. Hallo? Da ist überall Saatgut. Da kommen wir schon nicht mehr hin. Ja, doch, warte mal. Von hier aus? Ja. Ich will nicht, dass er ins Wasser fliegt, deswegen überlege ich da immer so ein bisschen. Was habe ich denn da gesehen? Da ist auch ein Samen. Hab da gedacht, dass ich das nicht gesehen habe, ne? So, da haben wir jetzt leider ein bisschen was verloren. So, aber jetzt. Ich habe neue Ideen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann kommt das hier weg. Das hier. Komme ich da irgendwie vernünftig ran? Nee, ne? Bei manchen ist es echt schwierig. Den wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich den Baum hier fällen. Und den hier. Das sind nur noch ein paar Samen. Fällt alles in alle Richtungen hier. So. Ja, um da jetzt ranzukommen, muss ich eigentlich noch ein Stückchen in die Richtung. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Man sieht leider gar nicht so richtig, was man hier tut. So. Jetzt habe ich dieses Holz. Da oben liegt noch ein bisschen was rum. So, das waren jetzt 228 Holz, die ich mal so eben zusammenbekommen habe. Die Maschinen, darum kümmere ich mich dann jetzt morgen. Außer vielleicht um den Längdorsch. Das könnten wir nochmal schnell bewerkstelligen. Ja, und dann gehen wir mal rein. Bomben habe ich auch schon einige. Sammeln Stufe 9. Wir können das Regentotem herstellen. Das ist in der Tat gar nicht so schlecht. Wenn man mal wirklich dringend Regenwetter braucht. Also, ja, Hofarbeit war jetzt ein bisschen weniger diesmal. Dafür haben wir bei den Fischen ein bisschen was zusammenbekommen. 7000. Damit müsste ich doch jetzt über die 40.000 rüber sein, oder? Sehe ich das richtig? Ja. 42.000. Sehr gut. Wir können uns die letzte Verbesserung leisten. Morgen schneit's, klar. Wahrsager? Heute sind sie höchst unzufrieden. Es geht direkt weiter damit, okay. Also ein weiterer Tag, in dem wir uns um Diverses kümmern können. Oh, guten Morgen, liebe Dörte. Ach, Gunther begrüßt uns mal. Ich hoffe, es ist noch nicht zu früh. Ach, nee. Ich wollte nur eben vorbeischauen und dir persönlich für all die wundervollen Artefakte und Mineralien danken, die du entdeckt hast. Du hast alleine echt viel geleistet. Um genau zu sein, habe ich gerade einen Brief der regionalen Artefaktabteilung bekommen. Wir werden mit dem begehrten goldenen Schaufelpreis für unsere bemerkenswerten Beiträge in diesem Gebiet geehrt. Oha! Und das alles dank dir. Ich sollte dich wohl besser wieder an die Arbeit lassen. Oh, fast vergessen. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein alter Schlüssel, der im Tresor des Museums mindestens 100 Jahre lang eingeschlossen war. Er ist ein wenig rostig, aber immer noch sehr schön. Du hast den rostigen Schlüssel erhalten. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Ach, sehr schön. Ein weiterer Ort, den wir bekommen können. Ah, die sind noch nicht fertig. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Die brauchen ja 7 Tage. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint. Aha. Er traut sich nicht, ihr es selber zu schenken. Denn Clint steht ein bisschen auf die gute Emily. So. Ja, auf dem Hof gibt es natürlich wieder Sachen zu tun. Ich habe die Gießkanne noch im Inventar, das ist gut. Dann kann ich nämlich hier dem Hund direkt was zu trinken geben. Der ist auch wieder hinterm Busch versteckt. So. Genau, die Blaubeere ist fertig. Ach so.
Nee, das sehe ich hier nicht, ne? Ich habe das ja schon mal verkauft. 25? Nee, also das war ja... Also mehr haben wir schon bekommen als 25. Da bin ich mir absolut sicher. Naja gut, wir werden sehen. Was das jetzt hier alles genau bedeutet. Eingelegte Aubergine, Mayonnaise, Lengdorsch. Aber ich wollte auf jeden Fall den Müll hier noch recyceln. Dann brauche ich auf jeden Fall hier meinen Melkeimer. Und ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr, mich mit dem Pferd auf dem Hof unterwegs zu bewegen. Um hier ein bisschen Zeit zu sparen. Nicht, dass wir jetzt an einem Pechtag unbedingt so viel davon bräuchten. Ah, das war übrigens die Quest jetzt. Fällt mir gerade auf. Gas berühmtestes Omelett. Ich habe den Drang, mein berühmtestes Riesenomelett zu machen. Genau, das war das. 3000 Gold nochmal. Sehr gut. Dann haben wir ja noch ein paar andere Quests. Wenn ich Shane noch den Feuerquarz heute bringe, kriege ich nochmal 300 Gold. Dann den Amethysten könnten wir eigentlich auch noch verteilen. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall heute machen können. Und ich guck mal, ob ich heute vielleicht dann bei Robin vorbeikomme und das in Auftrag geben kann. Er kommt tatsächlich da durch. Ah, durch Zäune kommt er durch, ja? Interessant. Was mache ich denn hier? Da muss ich doch gar nicht hin. Hier wollen wir rein. So. Einmal Milch, bitte. Momona. Dann hat Fasco heute wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Die können sich ja auch selber vermehren. Das machen die nur leider nicht mit so hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist nur ein bisschen schade. Aber naja. Wird schon irgendwann klappen. Man kann sie sich natürlich auch kaufen. Klar. Bis der Stall voll ist. Ich meine, Kühe sind ja jetzt auch noch nicht so teuer zum Beispiel. Vielleicht machen wir das dann irgendwann noch. Ich wollte eigentlich gucken mit dem Baumstamm da unten. Ein Störwahnsinn. Das gab leider nur Stein da oben. Ist zwar nicht schlecht, aber geht halt auch deutlich besser. Das Ding ist voll. Was für ein Satz, ey. Okay, ich nehme das mal raus. Und lager das drin. Dann, was machen wir denn heute alles? Ich will auf jeden Fall den Feuerquarz verteilen. Vielleicht noch mal ein bisschen Kupfererz einschmelzen. Brauche ich 10 Stück. Das hier lassen wir hier. Da. Achso, das Holz muss ich natürlich mitnehmen, wenn ich irgendwie was bauen möchte. Klar. Und ich muss auf jeden Fall nochmal darüber. Oh, ich muss noch meine Fässer befüllen. Auch noch wichtig. Also ich brauche auf jeden Fall noch was fürs Saatgut. Da könnten wir aber eigentlich auch hier drüben mal was machen. Wir könnten mal ein paar Bohnen machen. Und wir machen ein Brokkoli. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist mit dem Brokkoli, ehrlich gesagt. Grundsätzlich ist es halt so, je mehr das wert ist, desto mehr bringt das halt auch was, ne? Weil das ja eine Vervielfachung ist. Ich glaube, was eine Verdopplung des Werts, glaube ich. Eine Verdopplung des Werts. Jetzt habe ich das wieder nicht reingemacht. Ich bin ein bisschen durch, ne? Okay. Ich muss auch noch an die Truhe ran. Ich depp. Okay. Der Gaul lässt mich wieder nicht durch. Und es könnte sein, dass im Gewächshaus schon wieder Sachen reif sind. Fällt mir gerade mal so ein. Müsste ich eigentlich einmal nachschauen. Ja. Die Pastinaken sind nämlich fertig. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. Die brauchen ja nur 4 Tage. Die sind natürlich längst fertig. Damit habe ich mal wieder ein paar Pastinaken, was ich sehr gut finde. Ich wollte hier diese uralte Frucht platzieren. Und dann mache ich den Rest mit Sonnenblumen voll. Die ein paar Tage brauchen und dann bis mir dann irgendwann mal einfällt, was ich hier eigentlich reinmachen will. Oder ich mich mal einfach mal Gedanken darum mache. Das daran hapert es eigentlich eher, zugegebenermaßen. Bei Pastinaken lohnt sich es eigentlich nur normale umzuwandeln.
Es ist alles ein bisschen eng hier, muss ich zugeben. So, ich lagere das jetzt hier erstmal. Da setze ich mich später mit auseinander. Habe ich jetzt alles? Man hofft, ne? Ach, das hätte ich auch da reinmachen können. Okay. Noch ein letzter Gang. Ich will diese Sachen hier unterbringen. Das hier, hier. Dass man diesen Hof hier mal geordnet hat, ne? Jetzt aber. Also, wir brechen jetzt auf. Wir gehen erstmal zu Robin. Wir gucken, ob wir uns die Mühle leisten können. Also, ob das klappt mit den Sachen, die ich jetzt dabei habe. Dann gehen wir bei Shane vorbei, um die Quest abzugeben. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir dann wieder auf den Hof zurückkehren, oder ob ich was anderes mache. Vielleicht gehe ich auch ein bisschen Hartholz suchen. Brauchen wir ja. Oh, da unten gibt es was auszugraben. Wenn das jetzt natürlich bald reif wird, wäre es eigentlich gut, wenn ich das jetzt erstmal aufspare. Wenigstens 8 Stück, damit ich das neu bepflanzen kann. Haben wir da oben noch irgendwas? Auf jeden Fall eine Kristallfrucht. Da gibt es häufiger ja Sachen auszugraben, deswegen gucke ich hier auch gerne mal vorbei. Aber sieht nicht so aus. Gut, Robin. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Geschenke dabei. Vielleicht dann morgen wieder. Mal sehen. Hallo Robin. Ich möchte gerne ein Hofgebäude errichten. Und zwar... ich brauche 50 Steine. Okay, ich hätte die Steine mitnehmen müssen. Schade. Der Schuppen wäre auch irgendwann mal eine Idee. Ich wollte nur einfach nochmal gucken, was es hier so gibt. Haustierschüssel? Brauche ich nicht. Das ist auch noch so ein Thema mit dem Schleimstall. Aber ihr seht auch, hier braucht man Iridium und 10.000 Gold. Ist jetzt von der Priorität nicht ganz so weit oben bei mir. Ein weiterer Versandbehälter. Ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Pass mal auf. Angenommen, ich würde jetzt mal einen Versandbehälter hier in der Nähe vom Gewächshaus noch unterbringen. Vielleicht direkt hier so daneben. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Weil man dann direkt von dort aus halt verkaufen kann. Versandbehälter ist bereits vorgebaut, deswegen gibt es keine Aufbauzeit. Ist das nicht bequem? Ja, in der Tat. Hausverbesserung 65.000 haben wir nicht. Achso, ich wollte natürlich meine Julia-Verbesserung machen. Das hätte ich beinahe vergessen. Naja, naja. Aber dass ich den Stein vergessen habe, ey. Ärgerlich, ärgerlich. Oh, da oben ist was, was ich bekommen kann. Kupferpfanne, wo bist du? 2 Kohle. Immerhin. Na gut, ich werde jetzt mal zu Joja erstmal hinreiten und versuchen dort, was heißt versuchen, also wir werden auf jeden Fall unsere Verbesserung machen. Ach, komm schon. Oh, eine angeschlagene Amphore. Pulvermelonensamen ohne Ende. Ja. Ich brauche unbedingt die Pferdepfeife. Dass ich nicht jedes Mal zu meinem Pferd zurückrennen muss, wenn ich irgendwas habe. Eine neue Quest. Eine invasive Krabbenart lebt in den örtlichen Minen und bedroht das einheimische Wildleben. Diese Kreaturen sind dafür bekannt, sich als Steine zu tarnen. Ich bezahle jemanden, um 5 davon zu erlegen. Demetrius. Ja, könnte man machen. Ich meine, wir haben jetzt kein Glück heute. Ist ein bisschen ärgerlich. Probieren kann man es trotzdem. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Wir möchten das Gemeindeentwicklungsformular haben. Ja. Und ich möchte die letzte Verbesserung in Auftrag geben. Es ist soweit, Leute. Die letzte Verbesserung. Exzellent. Wir werden unsere Arbeiter heute Nacht vorbeischicken. Die Arbeiten sollten morgen abgeschlossen sein. Damit haben wir es dann geschafft. Lavakrabbe? Es muss auch noch eine Lavakrabbe sein. Ich hatte jetzt nämlich schon gerade gedacht, ich könnte ja dann vielleicht einfach auf den höheren Minen, aber es sieht fast so aus, als müsste ich tatsächlich in die tieferen Bereiche. Muss ich jetzt erstmal rausfinden, wo es das genau gibt. Das weiß ich jetzt nicht so einfach. Naja, was soll's.
Die Amphore ist ja neu, ne? Ja. Könnten wir kurz noch mal ins Museum rein? Das schon mal direkt abgeben? Harvey ist da an uns vorbeigetigert. So, guten Tag. Ich habe hier noch eine Amphore gefunden. Wo setze ich denn die jetzt wieder hin? Ach, machen wir sie hier hin. Das ist sowieso schon ein absolutes Wirrwarr da hinten. Ich habe keine Belohnung, ne? Nee. Aber ich habe ein Buch hier. Solok, Ulan, Pa, Eno, okay. Irgendeine kryptische Schrift, die wir noch nicht entziffern können. Oh. Ach ja, richtig. Und wir haben einen Preisschein bekommen für die Aktion. Dann können wir hier das hier rausnehmen. Jetzt wollte ich gerade schon Kohle hier reinmachen, vor lauter Laute. Ich brauche natürlich meine Köder. Deluxe-Köder. So. Den Preisschein will ich mal direkt investieren. Wir bekommen ja heute das Räuchergerät dafür. Ein Fischräucherer. Aha. Noch so ein interessantes Buch hier. Irgendeine Pflanze drauf? Na, das wird ja interessant. Also man hat eigentlich immer irgendwas, worauf man sich da freuen kann. Das muss man dem Ding wirklich lassen. Ich gehe nochmal an den Strand. Da war ich, glaube ich, schon wieder ein paar Tage nicht. Da gibt es ja auch mal noch ein paar Sachen zu holen. Oh ja. Diese besondere Muschel haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Die Nautilius-Muschel. Hier natürlich auch einmal einen Köder. Hier gibt es was auszugraben. Mal wieder ein Seestern. Oh, jede Menge Korallen. Komm schon. Na, hinten wäre Geblubber. Ob ich das jetzt nutze? Na, probieren kann man es ja mal. Mal gucken, was wir hier so kriegen. Muss hier gar nicht so weit auswerfen. Was bist du denn für einer? Auf jeden Fall gibt es einen Schatz dazu. Ein Thunfisch mit antikem Schwert und Thunfischleich. Da habe ich schon fast keinen Platz mehr. Das antike Schwert könnte auch noch neu sein. Oh, das ist noch ein Schatz. Das wird jetzt problematisch. Ja, geht schon. Eine Sardine mit... Oh nee, das ist auch noch so viel. Das ist jetzt dramatisch. Und ich habe meinen Mülleimer noch nicht verbessert. Okay, also das... Nee, ist auch wieder was anderes. Da müssen wir jetzt leider auf die Zeitung verzichten. Dann würde ich sagen, der Seestern ist nicht so wichtig. Und die gefrorene Trine. Naja, nehmen wir die Koralle raus. Okay. Da ist das Inventar einfach zu voll für sowas. Aber immerhin 3 Jade. Achso, jetzt habe ich keine Amethysten mitgenommen für Emily. Aber Shane können wir bestimmt wieder im Saloon antreffen, oder? Der ist doch hier, glaub ich, täglicher Gast. Ja. Ja, ein Feuerquarz. Oh, Feuerquarz. Genau, was ich gesucht hatte. Sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Vielen Dank. 300 Gold. Ich bin überrascht, dass du immer noch Anschluss bei mir suchst. War ich noch nicht unhöflich genug zu dir? Oh, wir belästigen ihn so richtig. Immerhin, 2 Herzen. Weiter haben wir nichts für Alex zum Beispiel. Haben wir noch nicht so viel. Dann, da unten ist auch irgendwie gerade eine Versammlung. Die sind auch einfach zu voll für alles. Ja, wir müssen erstmal das Inventar ausleeren. Das geht anders nicht. Und ob ich jetzt heute in die Minen gehe? Für diese Lavakrabben, das war ja letztes Mal schon so ein Drama. Habe ich ja, glaube ich, schon mal versucht. Ziemlich erfolglos. Naja. Also auf jeden Fall werde ich das hier mal verkaufen. Die Nautilius-Muschel, na, einmal verkaufen wir sie auf jeden Fall. Das hier kann weg. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ob ich den Thunfisch verkaufe oder räuchere. Räuchern, eindeutig räuchern. So. Ach, nicht essen, nee.
Das geht ins Museum. Die Schnecke. Kann man eigentlich auch diese Sachen räuchern? Kann ich auch Schnecken räuchern? Ich meine nicht, dass es sich groß lohnen würde, aber das müsste ich eigentlich mal mit irgendwas ausprobieren. Die Sardine können wir behalten. Die Pulvermelonsaat würde ich in dem Fall sogar mal hier vorne behalten, weil wir die hier demnächst sowieso brauchen. Achso, ich könnte noch was räuchern. Jetzt habe ich schon zwei von den Räucherern hier. Na gut. Werde mal hier platzieren. So, den Fisch. Wir könnten... gehe ich jetzt nochmal in den geheimen Wald, um Hartholz zu bekommen? Dann könnte man vielleicht dem Zauberer auch noch kurz einen Besuch abstatten. Wenn wir schon mal in der Ecke sind. Oh, hier kann ich noch was ausgraben. Zack. Sehr gut. Oh, so weit hätte ich gar nicht rüber müssen. Huch. Was ist denn hier los? Shane, allein am See. So spät noch auf? Na, so spät ist ja nun auch wieder nicht. Hier, ein kühles Bier. Oh, er wird freundlicher. Flupp. Und jetzt? Puh, Leben. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst? Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Oh, so traurig. Darauf erstmal ein Bier. Vielleicht betrunken, 42 Energie immer bekommen. Hey, eine schnelle Trinkerin, ha? Huh? Eine Frau ganz nach meinem Herzen. Oh oh. Mach es dir nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Na, du doch auch, bist auch noch jung. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Immerhin so vernünftig. Man sieht sich, Dörte. Tschüss. Okay, eine kleine Zwischensequenz mit Shane, bei der wir gar nicht gemein sein konnten. Naja, was soll's. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.